LTI Gießen 46ers TV. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV in 2011. Ja, 10 Sekunden haben gefehlt, da wäre es ein bombastischer letzter Heimsieg gewesen. So am Ende die 62-63 Niederlage gegen Braunschweig. Trotzdem, glaube ich, können wir euch ein klitzekleines Weihnachtsgeschenk machen, denn bei uns ist ein Gießener Urgestein zu Gast, Mitglied der letzten beiden Meisterschaften, Hans Hess. Hallo, genannter Hess. Grüße dich. Ja, 10 Sekunden haben gefehlt, habe ich gerade gesagt. Dann wäre es vielleicht noch ein Sieg geworden. Was war jetzt am Ende der entscheidende Faktor oder die entscheidenden Faktoren, dass es nicht geklappt hat? Ja, ich glaube, der entscheidende Faktor war schon mal vor Spielbeginn, als Maurice Jeffers nicht mitgespielt hat. Letztendlich war ausschlaggebend mit die Schiedsrichterleistung. Also die war, ich darf das ja sagen, die Offiziellen dürfen es nicht, katastrophal. Vielleicht hat sie ja jemand an der Seitenlinie gesehen, dann weiß er, was er von den Schiedsrichtern gehalten hat. So in etwa, ja. Und na gut, am Schluss war halt das zu frühe Foul von Matze Perl, der ein sehr schönes Spiel gemacht hat, aber das war halt ein bisschen am Ziel vorbei. Er hätte den nicht faulen dürfen in der Situation so früh. Also von der Seite her gesehen war es ein bisschen unglücklich. Trotzdem ist es die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich würde sagen, es waren durchaus berauschende Heimsiege dabei gegen Bamberg, wenn wir uns daran erinnern. Mit was für einem Gefühl geht man jetzt ins neue Jahr rein? Ich denke, die 46ers können mit einem vernünftigen Gefühl ins neue Jahr gehen. Es hätte natürlich ein bisschen besser laufen können. So ein Heimspiel wie heute hätte man gewinnen müssen, dann wäre es natürlich top gewesen. Ja. Ansonsten haben sie ihr Ziel erfüllt. Sie haben gegen gute Mannschaften hier zu Hause gewonnen, was eigentlich überraschend war. Und haben auch ein Auswärtsspiel schon gewonnen, hätten vielleicht in Bremerhaven noch gewinnen können oder das eine oder andere auch noch. Aber im Prinzip war es okay, was die Saison ist ganz gut gelaufen. Also ich glaube, viel mehr hätte man aus der Mannschaft nicht rausholen können. Ja, und jetzt wollen wir uns die knappe Heimniederlage nochmal angucken. Hier wie immer unser Spielbericht für euch. Zwei Tage vor Heiligabend bekamen die 3700 Zuschauer in der Osthalle einen Basketball-Krimi geboten, der seinesgleichen sucht. 11 Punkte hatten die Mittelhessen nach dem dritten Viertel bereits hinten gelegen, sich aber mit unbändigem Willen wieder Punkt für Punkt herangekämpft. Nach diesem Dreier von Barry Stewart 39 Sekunden vor Schluss ist Gießen plötzlich nur noch einen Punkt entfernt. Danach ohrenbetäubender Lärm in der Sporthalle Ost. Im direkten Gegenzug entscheiden die Schiedsrichter hier auf Offensivfoul. Lamar Greer setzt sich unfair gegen Archibong ein. 21 Sekunden noch auf der Uhr und Ballbesitz Gießen. Anschließend bringt Barry Stewart mit 16 Punkten Topscorer der 46ers an diesem Abend den Ball nach vorne, wird gefoult und bleibt dann an der Freiwurflinie cool wie eine norwegische Hundeschnauze. Beide Versuche sitzen. In der Osthalle sitzt dagegen keiner mehr auf seinem Platz. 10 Sekunden vor Ende steht die komplette Halle. Was für ein Wahnsinns-Comeback der Mittelhessen. Braunschweig profitiert dann von einem Foul. Matze Perl, der ansonsten ein richtig gutes Spiel ablieferte, setzt sich hier ein bisschen ungeschickt gegen McElroy ein. Trainer Hamsen ist stinkesauer und muss von draußen mit ansehen, wie sich seine Mannschaft um den verdienten Lohn einer unglaublichen Aufholjagd bringt. Denn der abgezockte Braunschweiger lässt sich diese Chance nicht nehmen und besiegelt damit die Niederlage im letzten Heimspiel des Jahres. Elvi Ovcina versucht anschließend, den niedergeschlagenen Matze Perl zu trösten, doch die Enttäuschung ist den Spielern ins Gesicht geschrieben. Ich glaube, es lag schon im zweiten oder dritten Viertel, lagen wir schon 10 Punkte zurück. Und sowas darf uns nicht passieren gegen so eine abgezockte Mannschaft. Und am Ende hatten wir halt das Pech auf unserer Seite und das Glück auf Braunschweiger Seite. Die bitterste Pille musste Gießen aber schon vor dem Tip-Off schlucken. Die wichtigste Stütze der Mannschaft, Maurice Jeffers, musste nach dem Aufwärmen abbrechen. Seine Kniebeschwerden ließen einen Einsatz in dem wichtigen Heimspiel nicht zu. Auf der Gegenseite ein alter Bekannter. Michael Umey kehrte im Trikot der Braunschweiger nach Gießen zurück. Und die Mannschaft aus Niedersachsen erzielte auch die ersten Punkte des Abends. Umey auf Visser, der amerikanische Center mit einer starken Leistung an diesem Abend. Auf der Gegenseite gleicht Wayne Bernard für Gießen aus, wird hier von Pilcevic schön freigespielt und steigt in die Luft.
Anschließend demonstriert Braunschweig, dass sie diese Saison zu den Playoff-Kandidaten gehören. Schnelles, kompaktes Offensivspiel. Die 46ers sind damit zu Beginn der Partie überfordert und liegen nach diesem schönen Dreier von Greer plötzlich mit 4:12 hinten. Hamsen nimmt eine Auszeit und stellt die Abwehr auf Zone um und das macht sich bezahlt. Die Braunschweiger werden ein wenig ausgebremst und Gießen kommt ran. Im zweiten Viertel scheinen die 46ers dann endgültig angekommen in der Partie. Fastbreak auf Gina, der leitet weiter auf Pilcevic. Der Serbe passt in letzter Sekunde auf Perl und der Mann, den jeder in Gießen nur Matze nennt, mit einer schönen Körpertäuschung zeigt er seinem Gegenspieler die lange Nase. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte holt sich Gießen dann sogar die Führung. Stewart passt raus auf Bernard und der aus spitzem Winkel und gegen zwei Gegenspieler mit dem 29:28 Pausenstand. Im dritten Viertel sorgten dann vor allem die Schiedsrichter für böses Blut auf dem Parkett sowie auf den Rängen. Nach diesem Flopping kassiert Pilcevic bereits das zweite technische Foul direkt nacheinander. Die Stimmung danach aufgebracht. Trainer Hamsen ist völlig außer sich. Erst nach wenigen Minuten kann sich die Situation beruhigen. Und dieses Tohuwabohu kann Braunschweig für sich nutzen. Schöner Pass von Visser auf Melzer, der sich in die Höhe schraubt und trifft. Die Gießener Abwehr im dritten Viertel, wie so oft in dieser Saison, unsortiert. Greer mit zwei weiteren Punkten und gegen Ende des dritten Abschnitts liegen die 46ers mit 12 Punkten hinten. Die Partie scheint entschieden. Doch ausgerechnet zwei Spieler von der Bank bringen Gießen zurück ins Spiel. Matze Perl, gerade frisch eingewechselt, hat sich anscheinend eine Duracell-Batterie eingeworfen, umkurvt hier die komplette Braunschweiger Abwehr und zeigt diese wunderschönen Punkte für die Galerie. Als dann Misa Nikak-Barze demonstriert, was er zu leisten imstande ist, wenn er sein unglaubliches Potenzial abruft, spielten sich die 46ers in einen Rausch. Zwei Dreier direkt nacheinander. Der Ex-Nationalspieler mit einer Explosion brachte die Hoffnung in die Osthalle zurück, die am Ende aber nicht belohnt werden sollte. Braunschweig zum Schluss mit dem glücklicheren Ende für sich. Ja, am Ende hatten wir sicherlich Glück, muss man ganz klar so sagen, dass wir das jetzt noch gewonnen haben. Ich denke, insgesamt war es vielleicht nicht die hochklassigste Partie dieses Jahr, die wir gespielt haben. Sicherlich auch nicht von Gießen. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir das Spiel hier gewinnen konnten. Und das war ja am Ende halt glücklich, jetzt als Sieger nach Hause fahren können. Also nur ein Korb hat gefehlt, dann wäre es eine Überraschung geworden. Herr Hess, was denken Sie, wie eng wird es da unten noch zugehen im Kampf um den Klassenerhalt? Sie dürfen sich nicht zurücklehnen. Es wird sehr eng werden, weil alle Mannschaften, also bis auf eine letztendlich Göttingen, sind schon noch relativ nah dran und machen immer wieder überraschende Ergebnisse. Das macht mich ein bisschen nervös. Ansonsten können wir eigentlich zufrieden sein mit dem Abschneiden. Aber Sie dürfen sich nicht ausruhen. Und wehe, es wird nochmal ein Leistungsträger ausfallen. Dann haben wir ein großes Problem. Also Zügel nicht locker lassen, lautet die Devise für nächstes Jahr. Damit bedanke ich mich und wünsche natürlich auch euch allen ein frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und dann einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Da sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Bis dann! LTI Gießen 46ers TV.